Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordfriesische Marsch auf dem Kanal. So, warum hat er das nicht abgeerntet? Dann machen wir das eben. Und dann können wir den Drescher leer machen, indem wir den Abfahrer eben rufen. Wir können den Kurs schon mal, haben wir den gespeichert für 2? Ja, denke ich doch, ja. So, kommt er jetzt? Wo ist er? Warum hatten wir die 1 schon runter? Ich glaube nicht, ne? Fahren wir dem mal ein bisschen entgegen hier. Ja, der kleine Traktor braucht ein bisschen länger. Der ist ja nicht der schnellste. So, hier bleiben wir mal stehen. Dann müssen wir es vielleicht hinkriegen. Was müssen wir heute machen? Ja, gucken, ob wir Feld 1 noch ernten müssen. Fahren wir gleich mal eben mit dem Drescher schnell rüber. Hier kommt ein paar drunter. So. Dann wollen wir mal das Rohr einfahren. Umklappen und los. Oh, halt. Der kann sofort abfahren. Ach, jetzt hat er ja erst dahin, genau. Dann müssen wir den gleich nur am Hof eben abpassen. Den Abfahrer. Ah, hier hatten wir ja schon abgeerntet. Verfluchte Axt. Hatten wir dann Feld 1 schon fertig? Überleg gerade. Glaub nicht, ne? Aber das sehen wir ja gleich. Und im Übrigen habe ich ja extra für euch, damit ihr wisst, wann ich aufnehme und wann ich eher gesagt aufnehme und spiele, habe ich extra eben den Mod mit Date and Time mit reingenommen. Damit ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, wann aufgenommen worden ist. Wann ich mal Zeit hatte. So, dann stellen wir mal erst im Weg. Können wir den gleich abfangen. So, was hat er denn? Er ist fertig. Ja, das ist doch schön. So, dann fahren wir zu einer Wiese, wo ich noch gar nicht war. Aber ich denke mir, dass wir die großen Wiesen... Sollen wir die großen Wiesen pressen? In Silage ballen, damit wir erstmal ein bisschen Geld verdienen. Neben der Landwirtschaft. Das ist die Wiese 3. Aber da ist keine Brücke, sondern hier. Ah, stehen bleiben. Ja, der Engine Brake Mod, der haut ganz schön rein. Warum lässt er den so weit ausrollen? Ich verstehe es nicht. Warum hängt der? Wo hängt der? Achso. Kann man abfahren lassen. Eben ausmachen. So, den setzen wir an. Kann der hier schwaden? Der fährt so. Kriegt der den Punkt nicht? Doch, kriegt er. Den setzen wir hier an, berechnen den Feldkurs neu. Also Achtung, kleines Tutorial, wie es euer Depp hier verrichtet. Oh ne. Lass mal aufklappen.
Untermachen, anmachen. Aufklappen. Untermachen, anmachen. Weil ich will ja nichts platt fahren, ich will es ja mitnehmen. So, und dann fangen wir hier an. Dann fahren wir hier rum. Das ist Wiese 3. So, liebe Leute, jetzt aufgepasst. Jetzt gehen wir aktuellen Feldrandkurs berechnen. Dann geben wir ihm eine Nummer. Da machen wir 103 draus. Zur Liste hinzufügen. Dann gehen wir auf Berechnen. Feldrandkurs 103, 9 Meter. Aktuelle Position. Vorgewende. 3 Stück. Das mache ich auch vorsichtshalber an. Am Startpunkt muss er nicht enden, das wäre Quatsch. So, dann lassen wir das Ganze jetzt neu berechnen. Und speichern das. Moment, wir speichern das. Wiese 3 unterstrich Mähen unterstrich 9 Meter. Damit wir auch nicht durcheinander kommen wollen. Weil wir wollen das Ganze ja nicht nochmal machen. So, fahr. Gib Gas. Zeit ist Geld, beides haben wir nicht. Den fahren wir aus dem Weg. Weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir Feld 1 gemacht hatten. So sieht das aus, als wenn das schon geerntet wäre. Ups. Nein, ist es noch nicht. Okay. Oh, hier ist aber verdammt eng die Einfahrt. Wir nehmen eine weiter. Wir nehmen ein Stück weiter. Denn wir sind so heiter. Wir haben so einen Spaß. Da platzt mir doch gleich der... Ja, genau. Feld 1. Drescher 9 Meter. Wo muss er anfangen? Da. Aber erstmal machen wir selbst, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob Stroh an... Stroblage an ist. Weil das Stroh brauchen wir ja auch definitiv. Nein, müssen wir anmachen. So, und da kann er losjungeln hier. Den kleinen kippen wir ab. Oh, 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 meine Waschmaschine kriegt einen Anfall. Hilfe. Na, Ruhe. So, einmal abkippen bitte. Bleib stehen. Oh ja, wiegen nicht vergessen. Alles für die Statistik. So, dann kriegt er von mir schon mal einen neuen Kurs. Dann kriegt er von mir Feld 1 Dresche abtanken. Dann fährt er zum Hof. Dann macht er am Hof Abladen am Silo. Silo abkippen. Und dann fährt er wieder hoch Feld 1. Tack. Und läuft. Und läuft. Bei Gerste läuft es auch, liebe Leute. Warum fährt der so jetzt ohne Mähen? Warum macht er das? Warum macht er das? Warum lässt er diese Spur aus? Was hat Cosplay für ein Problem? Was hat er für ein Problem?
Wenn er mich Der fährt ohne mähen durch, setzt am Ende ab und dann fährt er in die nächste Spur. Was soll denn der Krampf? Wo will der hin? Naja, einfach mal machen lassen. Er wird schon wissen, was er tun. Der ist fertig. Echt? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er schon durch ist. Alles abgesammelt? Tatsache. Und dann oh, dann müssen wir für den ja einen neuen Kurs einfahren. Dann schicken wir erstmal zur Wiese 7. Das erste Mal, yeah. Ein neuer Kurs steht an, juhu! So. Hätte nicht gedacht, dass ich euch doch nochmal neue Kurse zeigen kann. So, wie fahren wir denn jetzt am besten nach Wiese 7? Moment, ich guck mal eben auf die Karte. Wir fahren da hoch. Darum. Ja, das kriegen wir hin. So, auf geht's. Hört ihr überhaupt unsere Waschmaschine? Wäre mal interessant zu erfahren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, wie fahren wir denn jetzt am besten? Bum, 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 bum. Dann fahren wir hier links und dann rechts hoch, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt richtig gesessen hat, der Kreuzungspunkt. Gestern oder vorgestern ist mir das im privaten Spielstand passiert, da habe ich den Abladepunkt gedrückt anstatt den Kreuzungspunkt. Das war natürlich auch sehr prickelnd. Hat er mir dann kurz hinter vorm Hof hat er mir dann abgekippt. Hier kann man auch noch was verkaufen. Oh, um Gottes Willen. Da blickt doch nachher keiner mehr durch. Kommt man da überhaupt noch zur Landwirtschaft? Ich hoffe doch. Sehr, einmal gerade hoch. Dann links. Ja, genau. Und dann sind wir schon da. Dann kann ich schon mal sammeln, dann machen wir nachher noch den Rückkurs. Weil dann kann er das vollautomatisch machen. Weil da brauche ich mich dann nicht drum kümmern, weil ich kann euch ja... Ich kann euch auch zeigen, wie ich 10 Folgen lang Rasen sammle, also das ist auch kein Problem. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich in eurem Interesse ist. Was hat der denn schon wieder für ein Problem da? Stopp! Hof? Wiese 7? Zack! So, und hier oben müsste er dann, wenn ich jetzt den Kurs mache. Moment. Das ist ja Wiese 7. Den Ordner haben wir ja. So, dann nimmt er den Kurs. Feldarbeit, Abfahrer einstellen, fertig. So, was haben die anderen für ein Problem?
Ach ja, diese olle Ecke. Ja, ich kenne das Problem. Okay. Das Problem ist hier Rohr ausgefahren und ja, zu wenig Platz zum Abtanken eigentlich. Ja, Trecker, ich hol dich da gleich raus. Moment, ich rette dich. Ich rette dich, ich rette dich. Mein armer Dulz. Oh. Kommt er da rum? Ah ja, der ist ja klein genug. Ja, der ist klein genug, der schafft's. Nein, nein. Der nimmt die Ecke wieder so blöd mit. Dann fahr ich lieber hier rum und dann den Abfahrer lieber hier ein. Wo will er hin? Na, fährt er jetzt echt? Ah ne, er fährt daneben, ja gut. Ich dachte schon, er fährt jetzt auf die Straße. Wann ist der denn fertig hier? Ach, der macht gerade 3 Vorgewinde, okay. Der ist wirklich gut beschäftigt. Ich glaube, die Flächen, aber Häckseln ist auch doof. Häckseln ist auch doof. Dafür habe ich gar nicht genug Abfahrer für Häckselgut. Oder? 3 Anhänger? Aber die sind ja nicht besonders groß. Aber warum fährt der denn nicht? Sag mal, will er mich verarschen? Der fährt doch gar nicht die Außenbahn. Ach, ich weiß warum. Der hat nicht den ja, ich hätte sagen sollen, ersten Startpunkt. Mein Fehler. Ja, hier hat er 3 Vorgewinde gemacht bei dem ganzen Wasser. Das ist schon mal gut. Dann fährt er da hoffentlich nicht rein. Boah. Der macht mich fertig. So, der schwenkt rüber. Schwenkt nicht so weit, sonst kriegst du den Punkt nicht. Ja, doch hat er. Der steht, dann ist gut. Aber weißt du, was mein Problem ist? Ich habe keinen Trecker frei zum Pflügen. Mir fehlt echt ein Trecker zum Pflügen. Was kostet mich denn eine Miete? Ich muss pflügen. Es nutzt ja alle nichts. Und dann, was für einen Flug haben wir überhaupt? Ich glaube, ein 3 Meter nur, ne? Ach, du Scheiße, 3,3. Oje, oje. Was für einen Trecker können wir uns dann leisten? Wir gucken mal bei den Großen. Also nicht zu groß. Was hat der denn an Power? 130 PS, 155. Das ist mir ein bisschen wenig, glaube ich, für einen anderen Flug. 245, Frontlader braucht er nicht, Anhängerkupplung, Standard, Fronthydraulik für ein Gewicht. Rad-Setup kann er normales. Normales? Ja, den mieten wir uns mal. Und dann mieten wir uns noch einen Flug. Damit das auch ein bisschen 240 PS. Was braucht der? 400? Oh, 600. Okay, habe ich nicht. 4 Meter, 4 Meter.
4 Meter. Also kein Flug. Zählt der echt als Flug? 150 PS? 280. Dann nehmen wir den Lenden Titan. Und dann mieten wir das Gewicht. Das müsste bei dem Flug ausgehen. Hoffe ich. Ach, wir hatten doch noch das von dem anderen. Ach, hätte ich da mal dran gedacht, dann hätte ich das sogar nicht gemietet. Oh nee, ne? Komm, ich dreh das mal rum. Geht das? Ja, es müsste klappen. Okay. Den Klaas entladen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich will den jetzt für Feld 2 erst ansetzen. Habe ich das Feld noch nie geflügt? Auch in meinem privaten Spielstand nicht doch. Aber nie gespeichert. Okay. Feldarbeit. Feld 2. Haben wir 5 Meter. Machen wir 3 Vorgewände. Aber wir machen erst die langen Bahnen. Feldinseln haben wir keine. Moment, ich lasse mal ein bisschen reinfahren. Wo ist der Startpunkt? Wo ist denn der Startpunkt? Da hinten in der Ecke? Kann das sein? So, den setzen wir an und dann ist die zweite Folge, die ich aufgenommen habe, auch schon wieder vorbei. Ja, liebe Leute, so schnell ist schon bald wieder eine Stunde weg, nur fürs Aufnehmen. Und das bei den Temperaturen hier und dann ich dreh ab. Eigentlich könnte ich hier eine Badewanne hinstellen und man Schweiß auffangen. Nee, hey, Badewanne ist schon voll. So, jetzt speichern wir aber erst den Kurs. Feld 2 Flügen 5,2 m. Man weiß nicht, auf welcher Flug das war. Wenn ich es denn nicht vergesse. So, dann setzen wir den an hier. Zack. Dann kann der loslegen. Wir entladen den Klaas. Aber den Kurs, habe ich gesagt, das machen wir alles in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, ist beides kostenlos und würde mich sehr freuen über den Support. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich bin raus, euer Jens. Tschüss.